Texas Chainsaw 3D ist der erste direkte Nachfolger von Tobe Hoopers Texas Chainsaw Massacre, was man vor allem durch eine recht clever gemachte Eröffnungssequenz, die einzelne Filmausschnitte aus dem Original nimmt, gut erkennen kann. Und generell ist die Story des Films, finde ich, nicht uninteressant. Hätte man sie allerdings nicht mit derartig spannungsarmen und uninteressanten Szenen angehäuft und Charaktere eingesetzt, die zumindest mich überhaupt nicht interessiert und mitgerissen haben. Dadurch bekommt der Film einige Längen, einige wirklich uninteressante Szenen und komplette Sequenzen. Texas Chainsaw 3D ist insgesamt in meinen Augen ein ziemlich unspannender, uninteressanter Film, obwohl er für den Horrorfan einige relativ dynamische Szenen, einige in 3D vor allem wirklich coole und heftige Kills und einige sehenswerte Auftritte von Leatherface zu bieten hat. Storytechnisch allerdings driftet der Film dann vor allem gegen Ende wahnsinnig schnell ins Lächerliche ab und stand für mich kurze Zeit auf einer Stufe mit Texas Chainsaw Massacre 4. Und wer sich noch an mein Review dazu erinnern kann, der weiß, glaube ich, was das heißt. Was man sich da am Ende einfallen hat lassen, ist meiner Meinung nach einfach nur furchtbar. Aber trotzdem ist Texas Chainsaw 3D insgesamt ein Film, den man sich als Fan des Franchises, als Fan des Charakters durchaus ansehen kann, sofern man eine relativ hohe Toleranzgrenze für Sachen hat. Ich will nicht sagen, die das Franchise und den Charakter beleidigen, sondern für Sachen, die das Franchise und den Charakter auf eine komplett neue Ebene bringen und komplett neue Sachen machen, die man nicht einmal in seinen kühnsten Träumen jemals für möglich gehalten hätte. Ob das jetzt was wirklich Positives ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Für mich war es das nicht. Und für mich ist Texas Chainsaw 3D im Endeffekt einer der langweiligsten und uninteressantesten Horrorfilme des Jahres, der nicht einmal mit seinen recht harten Kills und teilweise guten Einfällen wirklich was retten konnte und der mich im Endeffekt einfach nur ziemlich enttäuscht hat.